Hallo bei Nordfallmedizin. Ich bin total aufgeregt und freue mich, dass ich mit Professor Michael Bernhardt, dem ärztlichen Leiter der Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf, hier stehen darf. Und wir werden heute über das konservative Schockraummanagement sprechen. Jetzt muss man sich erstmal überlegen, konservatives Schockraummanagement, Schockraum, das ist ja immer Verkehrsunfall, viel Blut und so weiter. Konservatives Schockraummanagement, was ist das eigentlich? Ja, Philipp, guten Morgen erstmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei Notfallmedizin. Der nicht-traumatologische Schockraum, ja, was ist das? Alle Patienten, die nicht überfahren, erstochen, erschossen, geschubst oder überrollt worden sind, gehören in den nicht-traumatologischen Schockraum. Das heißt, wir haben sowohl aus dem internistischen, neurologischen, urologischen, sonst wie Symptomenkomplex alle Patienten da drinnen. Wichtig ist, die kommen ja eigentlich ohne eine klare Diagnose. Das heißt, wir haben hier nur Mitleidssymptome, mit denen wir arbeiten. Und dann müssen wir erstmal in dem Workup in der Klinik die entsprechenden Diagnosen rausfinden. Gut, jetzt sagst du, das sind ja ganz schön viele Fachdisziplinen. Wie viel Anteil haben denn die Patienten? Weil ich meine, der Polytrauma-Schockraum, der hat natürlich eine riesige Masse. Das werden wahrscheinlich nur ganz wenige Patienten sein, die uns darüber dann auch erreichen, oder? Ja, würde man eigentlich denken, ist aber anders. Tatsächlich ist es so, dass knapp 1,5 bis 1,8% aller Patienten einer zentralen Notaufnahme Patienten für den nicht-traumatologischen Schockraum sind. Welche das genau sind, das sind wir noch gerade am eruieren. Der Professor Kümpers aus Münster evaluiert die Alarmierungskriterien für den nicht-traumatologischen Schockraum. Wir haben mehrere Untersuchungen dazu gemacht, auch mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus Mönchengladbach oder aus Stuttgart. Die zeigen, dass wir knapp bei 1,5 bis 1,8% aller Patienten sind. Und das ist im Verhältnis zum Trauma ungefähr 1 zu 4. Also auf einen Traumapatienten kommen 4 im nicht-traumatologischen Schockraum. Puh, also eigentlich eine sehr, sehr große Masse. Also es klingt nach jeder Menge Arbeit, Alarmierungskriterien und so weiter. Da bin ich froh, dass ich da nicht die Finger im Spiel drin haben muss. Also bin ich gespannt, was da alles kommt. Aber jetzt die Frage, ihr habt da, oder ich weiß, du hast ja ganz viel dazu auch untersucht. Ich glaube, die Vorarbeit zum konservativen Schockraum, die geht ja schon seit vielen Jahren, oder? Ja, wir haben die ersten Ideen, haben wir 2012 überlegt, 2014 publiziert und danach ist das immer weitergegangen. Wir haben dann ja auch mehrere Untersuchungen dazu gemacht. Da braucht man eine Ethikkommission, wir brauchen Doktoranden, wir brauchen ein Konzept, da muss es publiziert werden, es muss angenommen werden, sodass sich jetzt so langsam doch einige Studien, mittlerweile 5 Stück in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, konsolidiert haben. Wir haben knapp so über 2000 Patienten, über die wir jetzt in der Datenbank auch wirkliche Auswertungen laufen lassen können. Und so kommen wir Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter. Und ich, also wenn ich das so richtig mitverfolgt habe, dann gab es ja einen Meilenstein, dieses Weißbuch. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, warum das so ein Weißbuch einfach sehr, sehr viel wert ist und einfach nochmal so ein Standard setzt, weil Weißbuch, damit konnte ich lange gar nichts anfangen. Ja, es ist ja auch ein bisschen sperriger Begriff. Tatsächlich ist es so, dass man ja sagt, komplexe Situationen brauchen Strukturen. Und diese Strukturen müssen vorgegeben werden, sei es von der Organisation, von personalen Input, von der Ausstattung und so weiter und so fort. Und Kollegen der Traumatologie, die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, hat das vor vielen, vielen Jahren extrem gut gemacht. Die hat 2002 das erste Weißbuch rausgegeben und haben ja aber festgeschrieben, wir machen das so. Und wir haben uns an dieses Weißbuch, was immer weiter aktualisiert worden ist von der DGU, gehalten, haben dann Änderungen vorgenommen, die für den nicht-traumatologischen Patienten gut und günstig sind und haben das Ganze jetzt in diesen Kontext gesetzt. Das heißt, es ist eigentlich keine Neuerung für die Notaufnahmen, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung der bestehenden Struktur. Aber mit diesem Weißbuch und mit den Vorgaben, die da drinne vorgeschlagen und empfohlen werden, kann man tatsächlich auch das deutschlandweit umsetzen. Und Michael hat das ja neulich erst in einer Ist-Analyse mit einer ganz großen Arbeitsgruppe untersucht. Und da zeigt sich, Deutschland ist bereit für den nicht-traumatologischen Schockraum. Wir konnten nachweisen, dass die Ausstattung überall vorgehalten wird. Also ausrollen, mitmachen und erfolgreich sein. Also ich muss sagen, ich weiß ja, dass du da mit einer ganz, ganz starken Gruppe, da werden wir ja noch ein paar Leute auch sehen, da aktiv bist. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, sowohl für den Rettungsdienst als auch für die Notaufnahme. Erstens, weil ich mir immer gewünscht habe, in so etwas zu arbeiten auch. Also
Von daher auch ganz persönlich ein Dankeschön dafür. Aber weil ich auch glaube, dass es halt viel einfacher ist, künftig dann zu entscheiden, okay, welchen Patienten liefere ich wohin ab. Von daher klingt das echt spannend. Und jetzt kleiner Sneak Preview. Es gibt ja auch einen Kurs, den ihr auch erarbeitet habt, also der A-Sales-Kurs, der all diese Skills ja auch adressiert, die man dafür können muss. Aber ich glaube, darüber sprechen wir dann noch in kommenden Videos, oder? Ja, genau. Der Advanced Critical Illness Life Support Kurs ist, glaube ich, so der nächste Schritt in die richtige Richtung. Die Patienten haben eine sehr hohe Letalität mit immerhin 34-36%, also dreimal so hoch wie das Trauma. Und da ist logisch, dass man eine Struktur braucht und vor allem auch eine Abfolge. ATLS hat das uns 1976 vorgemacht und mit einer super starken Truppe, mit vielen Leuten, mit extrem viel Ahnung und unter der Federführung von Henning Biermann, Ingmar Gröning und Marc Michael ist dieser Kurs jetzt in Deutschland im Ausrollen. Ich freue mich, dass Bernhard Kumle und ich immer noch zusammen mitmachen dürfen hierbei. Und ich glaube, die Erläuterung dazu gibt jemand anderes, aber ich glaube, das ist extrem spannend. Ich habe mitgemacht und es ist ein genialer Kurs. Vielen, vielen Dank für den Einblick, auch für deine super wertvolle Arbeit. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt und freue mich auch ganz persönlich riesig. Ja, vielen Dank, dass ich hier bei Notfallmedizin dabei sein durfte und euch weiterhin so viel Erfolg, wie ihr jetzt habt.